Ich muss sagen, als ich gesehen habe, was ihr macht, hat mir das sehr, 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 sehr gut gefallen und hat mein Herz berührt. Dazu erzähle ich euch nochmal eine Geschichte von mir. Aber erstmal an euch, dass ihr wisst, an was gespendet wird. Egal welche Herkunft, egal welche Generation, welcher Status, im Kinderkunsthaus München wird man dazu ermutigt, kreativ zu sein. Und zwar ohne Wertung und das von Kunst- und Medienpädagogen. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr wichtig finde, weil ich weiß gar nicht, ob ich jemals diese Geschichte erzählt habe, aber ich hatte eine Zeit, wo ich um mich rum eben niemand hatte, der, also außer meine Eltern natürlich, aber manchmal braucht man dann doch von außen ein bisschen Support. Ich hatte niemand, der mir irgendwie ja, mich ermutigt hat, weiterzumachen, und irgendwann habe ich dann aufgehört zu singen, tatsächlich ein, zwei Jahre lang, weil ich einfach echt schlechte Erfahrungen gemacht habe, und da hätte ich so eine Einrichtung echt gebraucht. Deswegen freut es mich sehr, dass es das Kinderkunsthaus gibt und dass ihr euch so einsetzt, weil ich finde, Kreativität ist so unfassbar wichtig. Und ja, deswegen spenden wir heute an das Kinderkunsthaus München, und bitte, 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 egal welcher Betrag spendet, hier ist der Button, geht einfach auf Spenden und dann geht's los. Und vielen Dank an alle, die mir seit heute folgen. Das ist voll krass. Hi. Das ist echt mega cool und freut mich sehr. Hi an alle. Und hi an alle, die jetzt auch schon da sind. Also wie gesagt, hier ist der Spende-Button. TikTok verdoppelt. Und was wir hier eigentlich auch noch machen, ist eine TikTok-Challenge uns ausdenken. Das ist voll cool. Jetzt hoffe ich natürlich auf euren Support. Wenn ihr eine Idee habt, welche Challenge wir machen könnten, dann schreibt mir das hier oder welcher Hashtag. Dann starten wir nämlich gleich nachher damit. Und dann geht's los. Dann machen wir alle gemeinsam eine TikTok-Challenge. Also lasst mich nicht im Stich, wenn ihr euch schon Gedanken gemacht habt, dann schreibt mir, wie könnte der Hashtag heißen, was könnten wir machen auf TikTok, was ist die Idee? Wir sind für alles offen. Schreibt einfach mal rein, ob ihr euch da Gedanken gemacht hat, das würde mich echt sehr interessieren. Und nicht vergessen, hier ist der Spende-Button und TikTok verdoppelt eure Spenden. Ich hoffe ja wirklich sehr, dass hier irgendwie so, dass hier ein paar Spenden zusammenkommen. Das würde mich wirklich sehr freuen, denn das ist so eine wichtige Sache. Ich weiß nicht, wahrscheinlich. Ich muss es nebenbei lesen, nicht mal, dass hier irgendwelche Challenges reinkommen. Ah ja, aber was gibt's hier? Hashtag zusammen sind wir stärker. Die ist geil. Zusammen ist alles cool. Die finde ich auch geil. Oh, zusammen sind wir stärker, finde ich aber richtig stark. Okay, zusammen sind wir stärker. Okay, also bevor man nichts anderes reinkommt, frage ich mal, zusammen sind wir stärker. Was wäre die Idee? Also, was machen wir? Zusammen sind wir stärker. Was hast du dir dabei gedacht? Das wäre cool, wenn du das noch reinschreibst. Oder an euch alle. Also wenn ihr eine Idee zu Zusammen sind wir stärker habt, dann schreibt es. Was gibt's noch? Oh wow, krass. Oh mein Gott, es sind immer mehr. Ja, Spenden. Das ist ganz wichtig. Du sagst es. Spenden, spenden, spenden. Unbedingt spenden. Hier ist der Button. TikTok verdoppelt euren Betrag. Egal, der kleinste Euro zählt. TikTok verdoppelt. Und wir spenden heute an das Kinderkunsthaus München, was ich sehr, sehr, sehr schön finde, weil, wie ich gerade schon erwähnt habe, für alle, die jetzt dazugekommen sind, finde ich sehr, sehr wichtig, in der Kreativität unterstützt und ermutigt zu werden, weil vielleicht kennen das viele von euch, zumindest war es bei mir so, ich wurde oft entmutigt, weil du halt doch entweder doof behandelt wirst oder schief angeguckt wirst. Und gerade in meiner Schulzeit war es dann so, ich hatte zwar eine Phase, wo ich in der Schulband gesungen habe und ich hatte wirklich eine tolle Schule, die Musicals gemacht hat und ich durfte da singen und mich ausleben, aber dann gab es doch ein paar von der Seite, die da so ein bisschen blöd waren zu mir, und dann hatte ich halt niemand, der gesagt hat, hey, mach da weiter und geh da drüber hinweg, und dann habe ich wirklich 2 Jahre aufgehört zu singen und habe mich nirgendwo mehr hingetraut. Und Gott sei Dank gab es meine Mom und hat mich dann zu einem Gesangswettbewerb angemeldet, die hat mich quasi gezwungen, wieder auf die Bühne zu gehen, und dann ging alles los. Also, Kinderkunsthaus München, da spenden wir heute hin. Yay! Ich glaube jetzt 5 € Mai Lea. Ach, Lea, ich kenne dich. Ha, so geil. Ihr seid die Besten. Vielen, vielen Dank, Lea. Das heißt, 10 € gehen, weil TikTok verdoppelt, an das Kinderkunsthaus München. Ich bin so stolz, ich freue mich voll. Krass.
Wow, okay, so kann es weitergehen. Leute, 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 wir müssen hier wirklich ein bisschen was zusammenkriegen. Das wäre echt mega, mega cool und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das unterstützen würdet. Und lasst uns nochmal zurückkommen auf die Hashtag-Kampagne, auf die Challenge, auf die TikTok-Challenge. Wir dürfen gemeinsam eine TikTok-Challenge starten. Wow, ich bin aufgeregt, ich rede viel zu viel und viel zu schnell. Es tut mir wahnsinnig leid. Also, wenn ihr eine Idee habt für eine TikTok-Challenge, die wir. Ach ja, zusammen sind wir stark. Jeder postet ein Video, wo man sagt, dass man spenden soll. Okay, das ist natürlich auch geil. Ich muss mal mit TikTok checken, ob man das machen kann. Dass wir wirklich sagen, zusammen sind wir stark und hier ist der Button. Das ist nämlich auch so ein Ding. Ihr könnt den Button, glaube ich, alle selber einfügen bei euch. Stimmt das oder stimmt das nicht? Nein, ihr könnt spenden, auf jeden Fall mit diesem Button. Ich kann euch natürlich gerne da ein Anleitungsvideo machen und wir posten alle unter dem Hashtag zusammen sind wir stark und dann wird gespendet. Trotzdem weiter brainstormen, wenn ihr irgendeine Idee habt, was ihr schon immer machen wolltet. Hashtag wir sind füreinander da, das ist auch toll. Zusammen mit Abstand, das ist natürlich auch richtig cool. Krass, was für schöne Ideen da reinkommen. Ich bin überrascht, ich freue mich. Das ist richtig cool. Und es wird wieder gespendet. 3 € von Melissa. Vielen, vielen Dank. Das heißt, 6 € gehen an das Kinderkunsthaus München, weil TikTok verdoppelt. Jetzt muss ich auch noch rechnen hier. Ich habe ja eine Rechenschwäche, ne? Also wer Luke gesehen hat, die Schule und ich, der weiß, dass ich nicht Kopf rechnen kann, aber sowas kann gerade noch. Okay, was haben wir denn noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Hashtag wir halten zusammen. Hashtag zusammen sind wir stark. Zusammen schaffen wir alles. Oh, das ist auch schön. Hashtag. Okay, wenn ihr euren Hashtag vorgeschlagen habt, dann schreibt auch immer dazu, was man machen könnte, wie man das umsetzen könnte. Also machen wir ein Video, machen wir einen Tanz, machen wir, sagen wir was, machen wir irgendwas. Wow, 20 € von Grandmaster. Doch, geil, Grandmaster, hier ist er. Hammer, vielen, vielen Dank. Oh mein Gott, da freuen die sich richtig. Und TikTok verdoppelt wieder. Also nicht vergessen, wenn ihr hier auf Spenden geht, egal welchen Betrag, TikTok verdoppelt. Boah, wir machen hier eine Auktion raus. Ich sag's euch. Und wer spendet als nächstes? Jetzt geht's los. Jetzt geht's voll ab hier. Ich komme ins Schwitzen. Alles klar. Also, TikTok verdoppelt eure. Yay! 50 € Spend, my man! Oh mein Gott, das My Team ist am Start. Ihr seid unfassbar. Vielen, vielen Dank. Ich kriege Gänsehaut. 100 € gehen in das Kinderkunsthaus München. Ich habe Tränen in den Augen. Wie geil ist das denn? Wow, ich nerv euch alle wahrscheinlich voll. Ich bin voll aufgeregt. Tut mir wahnsinnig leid. Geil, das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank, Sven, für deine großzügige Spende. Lasst euch nicht abschrecken. Ihr müsst nicht 50 € spenden, was natürlich toll ist. Eben, 2 €. Vielen Dank, Heiko. 2 € ist nämlich auch schon so, so, so viel. TikTok verdoppelt. 4 €. Vielen, vielen Dank an dich für die Spende. Und so kann es weitergehen. Und jetzt geht's weiter. Wow, 10 € von Heiko. Hey, 20 € gehen an das Kind. Und 20 € von Simone. Vielen, vielen, vielen Dank. Ihr seid der Wahnsinn. Geil. Krass. Und TikTok verdoppelt wieder. Das ist der Wahnsinn. Vielen, vielen, vielen Dank euch. Genau so muss es weitergehen. Das ist voll toll. Hier schreibe ich nur, wie viel Kohle kriegen wir zusammen? Was schätzt du? Ganz ehrlich, ich hab sowas noch nie so in dieser Form gemacht, deswegen kann ich das gar nicht einschätzen. Ich hoffe natürlich, dass ganz viel zusammenkommt, dass das Kinderkunsthaus München da viel mit anfangen kann. Oh, 20 € von Missy Roxio. Yes, Missy, vielen, vielen Dank. 40 €. Wow. Danke, das ist so toll. Vielen, vielen Dank. So kann es weitergehen. Also, das Spenden nicht vergessen. Hier ist der Button. Oh, 10 € von Tucker Fix 29. Dankeschön. TikTok verdoppelt deinen Betrag. Da freuen wir uns sehr. Und weiter geht's parallel mit der TikTok-Challenge. Wir starten eine TikTok-Challenge auf TikTok. Das heißt, es ist voll krass. Ihr müsst mal überlegen, wenn wir eine Challenge starten, dann wird das supported von TikTok. Also, das kann voll abgehen. Ihr müsst einfach nur ganz viele Ideen um die Ecke bringen. 3,50 € von Mohammed. My man. Dankeschön. TikTok verdoppelt. Hast du mit Absicht 3,50 gemacht, weil ich es verdoppeln, weil ich es nicht rechnen kann? Nein, Quatsch. Alrighty. Das ist mega, mega cool. Vielen, vielen Dank. Also, hier ist der Spende-Button. TikTok verdoppelt und wir sind schon so viele. Wow, von Marc, 10 €. Vielen, vielen, vielen Dank. 20 € gehen, weil TikTok verdoppelt an das Kinderkunst aus München. Das ist übrigens super, super wichtig für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben. Wow, 2 € von Heiko. Heiko, du bist voll am Start. Dankeschön. Das Kinderkunsthaus München ermutigt. Oh, vielen, vielen Dank.
5 Euro. Also 10 Euro, gehen weiter. Oh, nochmal, Sascha Gärten, 10 Euro. My man, vielen, vielen, vielen Dank. Okay, Wahnsinn, jetzt geht's voll ab. Jetzt kann ich schon gar nicht mehr reden, weil ich jetzt ständig sagen muss, wer hier reingespendet hat. Und nochmal 10 Euro von, heißt du vielleicht, ich konnte es nicht lesen, aber vielen, vielen Dank an dich. Du warst auf jeden Fall männlich, habe ich gesehen an dem Bild. Vielen, vielen Dank. Und nochmal 5 Euro von Lara. Vielen Dank, 10 Euro gehen an das Kinderkunst aus München. Bam, das läuft wie geschmiert. Und nochmal 10 Euro von Brain. Okay. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich freue mich wirklich so sehr. Okay, lasst mich kurz für alle, die neu dazugekommen sind. Wow, wir sind schon 7000. Das ist so krass. Leute, haut rein. Kreativität ist so wahnsinnig wichtig. Und das fördert nämlich das Kinderkunsthaus in München. Vielen Dank, Vanessa. 5 Euro gehen. 10 Euro. TikTok verdoppelt an das Kinderkunsthaus. Ermutigt, egal welche Generation, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, kreativ zu sein und das ohne Wertung. Und das ist so wahnsinnig wichtig, weil man kann so viel falsch machen, wenn man aufhört, wenn man das, was man liebt, aufhört, weil man schlechte Erfahrungen gemacht hat, weil niemand da ist, der einen unterstützt, der einen hilft, weil man die Möglichkeiten vielleicht nicht hat. Also auch alle aus sozialen Brennpunkten werden unterstützt beim Kinderkunsthaus München. Und nochmal 15 Euro von Elina. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, ihr seid wirklich krass unterwegs. Ich freue mich sehr. Ich weiß nicht, was die anderen eingesammelt haben, aber Mighty rocked, würde ich mal sagen. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Jetzt noch nebenbei, wir sammeln die Spenden. Das ist das Wichtigste heute an diesem Livestream. Aber noch wichtiger ist, nicht noch wichtiger, sondern auch wichtig. Sorry, ich bin voll hyped. Ist die Challenge, die wir gemeinsam starten werden. Und wir sind schon fast 9000, ich drehe komplett durch. Okay, wenn jeder von euch einen Euro spendet, nur einen Euro, dann haben wir fast 10.000 Euro zusammen. Beziehungsweise nein, wir hätten 20.000. Weil TikTok verdoppelt ja dann auch noch. Habe ich das jetzt richtig gerechnet? Ich bin voll durcheinander. Leute, egal, wenn es nur 1 Euro sind, spendet, spendet, spendet. Das ist unfassbar. Vielen, vielen Dank an alle, die bis jetzt schon gespendet haben. Ihr seid der Wahnsinn. Und schon wieder 2 Euro von Evandro Josef. Danke. Ihr seid krass. Danke, 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 danke. Okay, also neben den Spenden geht es noch weiter. Es gibt eine TikTok-Challenge, die wir starten werden. Ein Hashtag. Ihr müsst sagen, was wir starten werden. Vielen Dank, Lasersushi. 10 Euro, also 20 Euro gehen ans Kunsthaus in München. Genau, eine Kampagne starten wir. Wow, hier 5 Euro. Rich, T-Rich. Und Leonie nochmal 10 Euro. Wow, okay, das höchste Gebot waren 50 Euro. Das heißt, 100 Euro gingen schon an das Kinderkunsthaus München von einem, weil TikTok verdoppelt eure Spende. Und wie gesagt, wenn jeder von euch, der jetzt dabei ist, 1 Euro spenden würde, dann wäre das so eine krasse Summe. Also bitte, 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 das ist so einfach hier drauf gehen und spenden. Genau, nochmal zu unserer TikTok-Challenge. Ich muss mal gucken, wie viel Uhr wir haben. Ach du meine Güte. Wir sind schon fast, nein. Ist mir jetzt egal, wir nehmen uns die Zeit. Okay, wir zusammen zu Hause. Ich glaube sowas. Ah ja, gut, Hashtag alles geben, den gibt's ja. Das ist ein gutes Stichwort. Hashtag alles geben ist ja von TikTok eine Kampagne, in der ganz viele tolle, tolle Einrichtungen und Menschen unterstützt werden. Und heute geht es um das Kinderkunsthaus in München, oder Kinderkunsthaus München, wo Kinder, Jugendliche und Erwachsene ermutigt werden, unter der Anleitung von Pädagogen, kreativ zu sein, ohne Wertung, egal woher sie kommen, egal wie alt sie sind, egal welchen Status sie haben, einfach kreativ sein. Und ich freue mich sehr, ein Teil davon sein zu dürfen. Ich freue mich sehr, dass ich hier mit Spenden sammeln darf. Vielen, vielen Dank, 15 Euro und schon wieder und 3 Euro. Vielen Dank, wow. Ich hoffe wirklich, dass eine tolle Summe zusammenkommt. Ich weiß nicht, was bei anderen zusammengekommen ist, aber das ist ja auch völlig Banane, es ist egal, Hauptsache. Wir kriegen ein bisschen was zusammen, jeder Euro zählt. Vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr so fleißig spendet. Und ja, Tommy, es ist egal, um was es geht bei der Hashtag-Challenge, bei der TikTok-Challenge. Also wir können uns einfach irgendwas überlegen und dann machen wir diese Challenge und starten das. Ich muss einfach nur wissen, wie wir das umsetzen, aber ich fand die Hashtags wow, vielen Dank. 5 Euro von Lunas Hundewäldchen. Ich hab's nicht lesen können, es war so schnell weg. Vielen, vielen Dank dir.
Hashtag stay positive. Hashtag create yourself. Hashtag better together. Hashtag we are in this together. Das ist alles so cool. Hashtag zusammen sind wir stärker. Genau, das hatten wir ja vorher. Ihr müsst mir sagen, wie wir das umsetzen am besten. Aber die Hashtags sind toll. Hashtag Maske nicht vergessen. Hashtag wir helfen jeden. Vielen Dank. 5 Euro wieder von Alinda. Nicht vergessen, TikTok verdoppelt eure Spende. Das heißt, jeder Euro zählt und TikTok verdoppelt. Können wir mal an dieser Stelle sagen, vielen, vielen Dank an TikTok, dass ihr sowas Cooles hier macht. Es ist wirklich schön, dass so eine krasse Plattform, die so heftig geworden ist in Deutschland, jetzt und so relevant, dass ihr solche Dinge macht. Das ist echt cool. Viel Liebe geht an euch raus. So. Also für alle, die jetzt erst dazu gekommen sind, es gibt 2 Dinge. Wir sammeln Spenden. Das geht hier. TikTok verdoppelt eure Spende. Danke, Tobias. 10 Euro ein. Dankeschön. Und zweitens, wir starten hoffentlich eine Hashtag-Challenge, eine TikTok-Challenge. Das heißt, wenn ihr eine Idee habt, welche Challenge wir zusammen machen könnten, dann schreibt diese Idee hier rein. Und wir werden das umsetzen. Hoffe ich doch. Wie lange noch live? Lass mich kurz gucken. Wir haben noch 15. Wir haben noch... Na gut, wir haben ein bisschen früher angefangen, aber ist ja eigentlich egal. Wir müssen Spenden sammeln. Deswegen haben wir, glaube ich, noch bis 19.15 Uhr. Wir haben noch Zeit. Also wenn noch irgendjemand dazukommt und noch spenden möchte, der es vielleicht nicht pünktlich geschafft hat, wir sind noch eine halbe Stunde live. Also sagt allen Bescheid, wir müssen Spenden sammeln. Okay. Ich versuche mal, eure Hashtags hier zu lesen. Können wir dich auf Instagram in der Story markieren mit der Idee? Oder auf einem TikTok? Natürlich. Also, ich glaube, wichtig ist, dass wir irgendeine Idee finden. Aber wenn wir jetzt heute uns nicht einigen können, dann würde ich sagen, könnt ihr das auf Instagram auf jeden Fall machen. Oder auch auf TikTok. Und ich suche mir vielleicht eine raus, die ich dann cool finde. Können wir auch machen. Hashtag jeder ist perfekt. Oh, das ist auch wirklich toll. Wie würdest du es umsetzen? Das interessiert mich jetzt. Kata. Kata-unten.hi. Jeder ist perfekt. Wie würdest du das umsetzen? Das würde mich jetzt wirklich sehr interessieren. Schreib mir das mal. Und während du mir das hier reinschreibst, hoffe ich, müssen wir Spenden sammeln. Und TikTok verdoppelt eure Spende. Es tut mir leid für alle, die jetzt von Anfang an drin waren, dass ich mich so oft wiederholen muss. Aber es kommen halt viele wieder hinzu, die neu in den Livestream kommen. Und deswegen müssen ja alle immer Bescheid wissen. Also wir spenden heute, oder wir sammeln Spenden für das Kinderkunsthaus München. Und TikTok verdoppelt eure Spende. Und nebenbei suchen wir auch noch eine TikTok-Challenge. Das heißt, wenn ihr einen Hashtag habt oder eine Idee, dann haut rein und schreibt es mir. Lara, 5 Euro, vielen Dank. TikTok verdoppelt, 10 Euro. Vielen, vielen Dank euch. Ich habe keinen Plan, wie viel Spenden bei den anderen zusammengekommen ist. Aber das ist auch völlig wurscht. Hauptsache, es kommt was zusammen. Zeig mal deinen Bizeps. Bitteschön. Hashtag bleib glücklich. Hashtag stark. Hashtag unterstützt die Alltagshelden. Wow. Hashtag zusammenhalten. Ihr seid so süß. Vielen Dank. Hashtag, wir brauchen Toilettenpapier. Naja, das Toilettenpapierproblem haben wir, glaube ich, schon überwunden. Also zumindest gibt es bei uns wieder Toilettenpapier. Halleluja. So. Wow, tolle Hashtags. Schreibt mir, wenn ihr euren Hashtag hier reingeschrieben habt, schreibt mir, wie wir das umsetzen sollen. Und liebe Katha, sag mir doch bitte noch, wie wir diesen Hashtag jeder ist perfekt umsetzen sollen. Hashtag jeder für jeden. Das hört sich auch wirklich toll an. Vielen Dank. Wow, hier geht's wieder ab im Spenden. Vielen, vielen Dank an euch. Toll. Ich hätte es nicht gedacht, dass so viele spenden. Das ist so krass. Vielen Dank. So, was haben wir noch für Hashtags? Stop Mobbing. Yep. Das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Und umso wichtiger ist es, dass es solche tollen Initiativen gibt wie das Kinderkunsthaus München, wo eben
alle gleich behandelt werden, ohne jegliche Wertung, egal woher sie kommen, egal wie alt sie sind, egal welchen Status sie haben. Dort werden alle Kinder und Jugendliche und Erwachsene ermutigt, kreativ zu sein. Unter Anleitung von ganz, ganz tollen Menschen. Und deswegen sind wir heute hier in dem Livestream und sammeln Spenden. Und die werden auch noch verdoppelt. Also, seid mit am Start, tut Gutes. Vielen, vielen Dank. Jetzt kam schon wieder eine Spende rein. Sag mal, seht ihr das alles auch, wenn eine Spende reinkommt? Ja, ne? Voll geil. Richtig cool. Also. Hashtag lieb dich selber. Wow, ich sehe hier wirklich einen Tenor. Das ist so schön. Hashtag jeder für jeden. Hashtag normal is boring. Das stimmt. Hashtag zusammenhalten. Das ist toll. Wie sollen wir das umsetzen? Schreibt mir. Also für alle, ich sehe hier gerade, dass ganz, ganz viele nochmal beitreten. Hallo an alle, die jetzt dazugekommen sind. Und wenn ihr noch nicht gespendet habt, dann tut es. Jetzt kommt schon wieder eine rein. 5 Euro von JP1078. Das heißt, 10 Euro gehen an das Kinderkunst aus München, denn TikTok verdoppelt eure Spende. Also, das läuft alles ganz einfach. Hier drauf gehen auf Spenden, auf diesen Button und spenden. Egal, ob es nur ein Euro ist, völlig egal. Jeder Euro hilft. Und 1,23, vielen, vielen Dank. Du bist schon länger am Start hier. Ich habe den Namen jetzt schon öfter gesagt. Wow, 5 Euro von Lucy, vielen, vielen Dank. 10 Euro, TikTok verdoppelt. Dankeschön. Und 33,33 Euro von Carsten. Vielen Dank dir. Das ist toll. Ich hab gar keinen Plan, wie viel wir schon zusammen haben, aber das ist so schön, dass ihr alle mitmacht und dass ihr dabei seid. Vielen, vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch. Wenn wir jetzt noch Joyce, 2 Euro, vielen, vielen Dank. Wenn wir jetzt noch einen Hashtag finden, beziehungsweise ihr schreibt ja ganz viele Hashtags, wenn ihr mir jetzt noch sagt, wie wir das umsetzen könnten, dann fände ich das auch noch richtig cool. Cool. Wir fragen alle, wie man spendet. Einfach hier ist der Button. Hier. Kinderkunsthaus, TikTok will double your impact. Das heißt, TikTok verdoppelt eure Spende. Wow, ich bin schon ganz zerzaust hier von der ganzen Aufregung. TikTok verdoppelt eure Spende. Und deswegen ist das toll. Und nochmal zur Erklärung. Das Schöne an einem Kinderkunsthaus ist ja, dass da einfach völlig ohne Wertung jeder einfach gleich behandelt wird, egal wo er herkommt und egal wie die Möglichkeiten auch zu Hause sind. Dort geht man hin und wird unterstützt. Und das ist wirklich was Tolles, was ich mir auch tatsächlich gewünscht hätte, gerade in der Zeit, wo ich sehr unsicher war, wo ich gerne hätte jemand gebraucht, der mir sagt, mach weiter, wenn dir das Spaß macht und hör nicht auf Neider oder hör nicht auf Leute, die mit sich selber ein Problem haben und das auf andere projizieren. Deswegen ist es toll, dass es euch gibt, liebes Kinderkunsthaus München. Hier schreibt ein, schön, dass du das machst, schön, dass ihr das macht, erstmal an dieser Stelle. Das ist so cool. Und schon wieder 20 Euro von Carina. Vielen, vielen, vielen Dank dir. Krass. Und 11,11 Euro von André. Krass. Danke, danke, danke. 2,50 Euro. Vielen, vielen Dank. Also wie gesagt, hier ist der Button. Einfach draufgehen. TikTok verdoppelt. Und Hashtag alle sind besonders. Hashtag gemeinsam können wir alles. Ach, ihr seid so süß. So viel Liebe. Und schon wieder 20 Euro von MAP. 33307. Vielen, vielen Dank. Echt. Danke, danke. Ihr seid wirklich krass. Ich guck mal auf die Uhr kurz. 18.55 Uhr. Okay, Leute. Wir haben noch ein bisschen mehr als 15 Minuten. Und da können wir nochmal richtig Gas geben. Ich bin wirklich gespannt, wie wir abgeschnitten haben mit unserem Livestream zum Thema Spenden hier. Aber ich sage euch eins, es ist mir völlig egal. Ich bin einfach froh, dass so viele jetzt hier mitgemacht haben. Das Einzige, was noch fehlt, Nino Topic. Vielen Dank, 5 Euro, 10 Euro gehen an das Kinderkunsthaus. Ihr habt tolle Hashtags. Schreibt, wie wir das umsetzen können. Hashtag glaub an dich, Hashtag bleib wie du bist. Oh mein Gott, habe ich schon gesagt, dass ihr echt so toll seid. Mega echt.
Ha, ich dachte, du zeigst die neue TikTok-Challenge. Ha, nein, ich zeige keine neue TikTok-Challenge. Ihr müsst mir sagen, wie die TikTok-Challenge aussehen soll. Also, wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt mir das. Und schon wieder 10 Euro von Tarek. Vielen, vielen, vielen Dank. TikTok verdoppelt deine Spende. Richtig nice. Vielen, vielen Dank euch. Ich muss mal kurz was trinken. Ich habe schon lauter Kopfweh. Und schon wieder 15 Euro von Stefan. Stefanie, danke. Mega cool. Ihr seid toll. Für alle, die noch dabei sind, die jetzt auch schon gespendet haben, vielen, vielen Dank an euch. Das ist wirklich sehr, 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 sehr cool, dass ihr da mithelft und mit am Start seid. Vielen, vielen Dank euch. Jeder Euro zählt. Und schon wieder 20 Euro. Vielen, vielen, vielen Dank an dich. TikTok verdoppelt. Wow, toll. Also, das ist echt strange. Ich habe hier so viele neue Nachrichten und irgendwie es sind so wahnsinnig viele. Deswegen muss ich mal ein bisschen durchscrollen hier. Die TC Moyers Naga Challenge. Ja, das könnte auch nicht schlecht sein. Da wäre mein Song auf jeden Fall eingebunden. Und schon wieder 10 Euro von Max. 20 Euro. TikTok verdoppelt. Vielen, vielen Dank dir. Okay, für alle, die, weil hier steht echt immer voll viel, dass jemand beigetreten ist. Wir sammeln Spenden für das Kinderkunsthaus München. 50 Euro von Oliver. Vielen, vielen Dank dir. Und 20 Euro von Ralf. Danke, krass. Wir sammeln Spenden und 2 Euro von Annika. Vielen, vielen Dank dir. Wir sammeln Spenden und TikTok verdoppelt. Und ihr könnt auch, ich wollte gerade sagen, stay tuned bleiben. Ihr könnt mit am Start bleiben, denn diese Kampagne Hashtag alles geben läuft ja die ganze Zeit. Und TikTok macht da wirklich ganz tolle Sachen. Und wenn ihr da immer alles mitverfolgt, dann gibt es noch ganz viele Dinge, die ihr unterstützen könnt. Heute geht es um das Kinderkunsthaus München und in anderen Livestreams geht es wieder um was anderes. Also wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Vielen Dank auch nochmal an TikTok, dass ihr das macht und dass ich jetzt hier heute mit dabei sein darf. Und 20 Euro kommen von Christopher. Vielen Dank. Wird verdoppelt von TikTok. 40 Euro. Krass, ich fühle mich hier wie bei so einer Auktion. Ich brauche nur so einen Hammer. So, nebenbei suchen wir auch noch eine Challenge. Eine TikTok-Challenge. Das heißt, wenn ihr eine Idee habt, was wir tun können, was wir starten können, dann schreibt mir. Dann schreibt mir. Und ja, du hast recht, hier schreibt Mia, Marie, jeder kann helfen, auch wenn es nicht viel ist. Ich würde gar nicht darüber sprechen, ob es viel oder nicht viel ist. Ich würde es gar nicht werten, ob es viel oder nicht viel ist. Helfen ist helfen und es ist wichtig und es ist gut. Also, macht euch keine Gedanken, ob was viel ist oder nicht viel oder ob was reicht oder nicht reicht. Hauptsache, ihr seid dabei und helft. Das ist das Einzige, was zählt. Ich schaue mal eure Hashtags an. Ihr seid so süß. We're in this together. Hashtag. Oh, das ist ein langer Hashtag. Ich glaube, der ist fast zu lang. Aber es ist eine schöne Message. Keiner hat das Recht, dich runterzudrücken. Das müsst ihr euch merken. Das stimmt. Das stimmt. Und genau darum geht es auch bei dem Kinderkunsthaus in München. Oder Kinderkunsthaus München. Dass allen Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen ermöglicht wird, kreativ zu sein. Ohne Wertung. Egal, woher sie kommen. Und das ist wirklich was sehr, sehr Wichtiges. Ich habe es vorher schon erzählt. Dass ich da auch meine negativen Erfahrungen gemacht habe beim Singen und ich da eben echt eingeschüchtert worden bin und dann einfach 1, 2 Jahre nicht mehr gesungen habe. Und ich wollte nicht mal mehr, dass irgendjemand weiß, dass ich gesungen habe oder dass ich singen kann oder was auch immer. Weil man da so ja, fertig gemacht wird, dass man da einfach sich total verkriecht und das ist nicht gut. Man sollte seinen Träumen folgen und das machen, was einen glücklich macht. So. Nebenbei suchen wir immer noch eine TikTok-Challenge. 5 Euro schon wieder. Vielen Dank. TikTok verdoppelt deine Spende. Vielen, vielen Dank dir.
Wow, sorry, ich glotze immer so auf den Screen, aber ich muss echt erst mal lesen, was sie hier alles schreibt. Nebenbei auch noch. Hashtag Sport ist Mord. Ja, das stimmt manchmal, aber es ist wirklich gesund. Es ist echt gut, ein bisschen Sport zu machen. Ich habe auch wieder angefangen. Freundschaft auf Abstand. Hashtag Freundschaft auf Abstand. Hashtag jeder kann helfen. Ja, das stimmt allerdings. So, ich gucke mal auf die Uhrzeit. 19:01. Okay, Leute, wir haben noch ein paar Minuten. Lasst uns noch mal ein bisschen Gas geben. Lasst uns noch ein paar Spenden zusammen trommeln. Und ich bin super, super gespannt, wie viel zusammengekommen ist. Und möchte mich an dieser Stelle herzlich bei euch bedanken, dass ihr alle mitgemacht habt und dabei wart für diese tolle Sache. Tatsächlich mit dieser Hashtag, mit dieser TikTok-Challenge sind so viele gute Ideen dabei, dass ich tatsächlich mal gucken muss. Boah, wie oft sage ich tatsächlich? Dass ich schauen muss, was wir denn machen können, weil ich muss es ja umsetzen und dann machen wir den Hashtag, knallen wir dann rein in TikTok und alle machen es nach. Hashtag du und ich durchs Leben. Und schon wieder 1 € von Mickey. Vielen, vielen Dank. TikTok verdoppelt deine Spende. Also 2 € gehen an das Kinderkunsthaus München. Vielen, vielen Dank dir. Und schon wieder 5,05 € von Avni. Dankeschön. Und 5 € von Markus Maximus. Vielen Dank dir. Nicht vergessen, TikTok verdoppelt eure Spende. Ich habe es jetzt schon 1000 Mal gesagt, es tut mir so leid. Also für alle, die schon von Anfang an im Livestream drin sind, mein herzliches Beileid, dass ihr das die ganze Zeit anhören müsst. Aber es kommen so viele neue hinzu und deswegen muss ich das jedes Mal wiederholen, weil alle müssen ja auf dem gleichen Stand sein. Deswegen. Okay, lass mal schauen. Hier stand gerade irgendwas. Hashtag. Wow, wo war das? Hashtag Show Your Hobbies. Und dann macht jeder ein TikTok von seinem Hobby: singen, malen, tanzen. Ja, ich finde es eigentlich ganz nice, wenn wir irgendwie so einen Hashtag machen, wo beim letzten Mal was How to Music. Vielleicht kringen wir sowas hin wie. Was war der letzte? Ich muss mal gucken, was der letzte Hashtag war. Der war echt cool. Zeig dein Talent, irgendwie sowas, genau sowas. Und 5 € von dir. Sorry, wenn eure Usernamen, ich kann es teilweise gar nicht richtig so schnell lesen, weil das gleich wieder weg ist. Aber vielen Dank für deine Spende. Und TikTok verdoppelt wieder. Und schon wieder 20 € von Oliver. Vielen, vielen, vielen Dank. Hashtag, Vanessa, 3 €. 6 € gehen an das Kinderkunsthaus München. Auch süß, Kopf hoch, Hashtag Kopf. Und 2 € von Simon. Danke euch. Toll. Also für all die dazugekommen sind, wir sammeln Spenden für das Kinderkunsthaus München. TikTok verdoppelt eure Spende. Alles, was ihr tun müsst, geht auf diesen Button, spendet und unterstützt dieses tolle Projekt und nebenbei zeigt dein Talent, genau. Nebenbei suchen wir noch. Oh, 10 € von. Ma, ich kann es nicht lesen. Aber vielen Dank dir für deine 10 €. TikTok verdoppelt 20 €. Ja, Hashtag Kopf hoch, sonst fällt die Krone runter. Das ist echt süß. Hashtag und 5 € von Olli. Und nochmal 5 € von Borsti. Danke. Toll. Da freut sich TikTok und da freut sich das Kinderkunsthaus. Und 10 € von NH und 5 € von Vanessa. Wow, jetzt geht's wieder voll ab in den letzten Minuten. Komm, 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 wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben 19:05 Uhr. Wir sind noch, oh, Mathe, 10 Minuten online. Nicht ganz, aber fast. Und wir suchen immer noch eine Challenge für TikTok. Wir haben schon tolle Ideen. Hand in Hand, auch toll. We're in this together, auch geil. Hashtag du bist wichtig. Oh, ganz toll. Hashtag du bist wichtig. Das ist so, meine Güte, es ist so wichtig. Dieses scheiß Mobbing jedes Mal. Also, oh, 2 €. Saniko, vielen, vielen Dank dir. 4 € TikTok verdoppelt. Es ist einfach dieses Mobbing und dieses Fertigmachen und dieses, oh, vor allem auch Cybermobbing und so. Das ist so bescheuert. Ich sag's euch, das ist. Lasst euch gesagt sein, jeder hat damit zu kämpfen und es ist ein Kackgefühl für alle. Lasst euch nicht entmutigen. Wenn ihr was habt, was euch glücklich macht, macht's. Und wenn euch Leute in der Schule mobben, dann müsst ihr euch denken, die sehe ich sowieso nie wieder in meinem Leben wahrscheinlich. So ist es bei mir zumindest gewesen. Und so bin ich echt durch die Zeit gekommen, die mal blöd war in der Schule, dass ich einfach mir gesagt habe, hey, es ist mein Leben, ich mache mein Ding draus und
Träume können wahr werden, wie ihr sehen könnt. Und man muss nur hart genug arbeiten und fest genug an sich glauben. Und Kreativität ist so wichtig. Unser Herz füllt sich mit so viel Liebe, wenn wir kreativ sind, wenn wir das machen dürfen, was wir lieben. Das ist so, so, so wichtig. Und 5 € von Michelle. Vielen, vielen Dank dir. TikTok verdoppelt deine Spende auf 10 €. Vielen, vielen Dank. So, Musik macht glücklich. Hashtag, ja, das ist auch cool. Hashtag Show. Hashtag, ja, Transformation. Ich stehe auf Transformations. Musik macht glücklich. Und schon wieder 10 € von Bene oder Benne. Bene, Benne. Danke. Mega. Hashtag, lebe dein Leben. Yes. Meine Rede. Hashtag 2 € von Celestine. Vielen, vielen Dank. Schöner Name, Celestine. Smee, Lee, donated. 5 €. Yes, 10 € und schon wieder 5 €. Leute, jetzt geht's doch mal los hier. Und wir wollen nochmal spenden. Wir wollen nochmal auf den Button klicken. Und wir wollen noch mehr. Ja, 10 € von René. Super. 20 € gehen als Kinderkunstmädchen. Und nochmal 10 € von Ralf May. Schon wieder Ralf May. Wow, danke. Ihr spendet auch mehrmals. Ihr seid so geil. Und Leonie, 1 €. Vielen Dank. Mega geil. Okay, ich gucke auf die Uhr. 19:07 Uhr. So, Leute, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen noch die letzten Spenden hier eincashen. Und dann bin ich sehr gespannt, was wir hier zusammengesammelt haben. Möchte euch aber von ganzem Herzen danken, dass ihr mit dabei wart. Ich habe noch nie meinen Mund so fusselig geredet. Ich habe, glaube ich, zu viel geredet. Es tut mir echt leid. Hashtag Show Me Yourself. Seine Charakterzüge, Talente, Hobbys, Merkmale zeigen. Oh, das ist auch schön. Ich mag diesen Ansatz, dieses Lieb dich selber und dieses Unterstützen, und das ist so wichtig. Das ist wirklich so wichtig. Hashtag nicht allein. Und 20 € von Patricia. Vielen Dank. Und Karina. Wie? 2. 5 €. Danke. Ich freue mich so. Ich muss öfters Spenden sammeln und spenden. Das macht mich sehr glücklich. Hashtag. Und 2 € von My Fangirl. My Team. Mein Team. Danke, danke, danke. Und 5,89 €. Boah, jetzt machst du mich aber kirre mit deinem komischen Betrag hier. Ich kann es nicht verdoppeln. 5 € von Joey, the best. Yes, you are the best. Denn 10 € gehen jetzt daran, an das Kinderkonzert aus München. Vielen, vielen Dank euch. Hashtag, ja, lebe nach deiner Art und nicht wie die anderen es wollen. Das ist super, dieser Ansatz. Hashtag, glaub an dich. Show your talents, don't forget to love yourself, create yourself. Wow, krass. Gefühle sind stärker. Träume können wahr werden. Ja, das stimmt. Sei wie du bist und so bist du perfekt. Und schon wieder 6,05 € gehen. A boy from the others. Dankeschön. Also, wir haben noch gleich nur noch 5 Minuten. Leute, die letzten 5 Minuten laufen, um an das Kinderkunsthaus München zu spenden. Es ist so wichtig, dass alle Menschen kreativ sein dürfen. Das fördert so den Geist und die Seele, und das ist so wichtig, um glücklich zu sein. Und deswegen jetzt auch nochmal an euch alle, die noch zuschauen, erstmal vielen Dank, dass ihr mit dabei hier am Start seid und gespendet habt oder ja, einfach so tolle Hashtags auch vorgeschlagen habt. Sorry, dass ich so viel gefaselt habe. Ich bin sehr gespannt, was wir zusammen gespendet haben, weil wir haben noch ein paar Minuten. Wenn ihr draufklickt, spendet, TikTok verdoppelt eure Spende. Und Hashtag Show Your Talents, Hashtag Glaub an dich, Hashtag Lebe nach deiner Art. 1 € von Lea. Vielen, vielen Dank dir. Achso, ich will mal wissen, weil ich neu bin. Okay, alles klar. Also für alle, die jetzt noch dazugekommen sind, wir haben nur noch ganz, ganz wenige Minuten, um für das Kinderkunsthaus München Spenden zu sammeln. Egal welcher Herkunft, welcher Status, welche Generation, Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden ermutigt, und das ohne Bewertung, wertungsfrei quasi, kreativ zu sein. Und das unter der Leitung von Medien- und Kunstpädagogen. Und ihr könnt spenden. Und TikTok verdoppelt eure Spende. Einfach hier drauf gehen, und dann sehe ich, wenn hier was reinfliegt, und erzähle, wie viel ihr gespendet habt. Also wenn ihr jetzt neu dazugekommen seid und noch ganz schnell spenden wollt, dann spendet jetzt noch ganz, ganz schnell. Und da müsst ihr drauf drücken. Hier auf diesen. Yes! 20 € 2 von Oliver. Wow, Oliver, du bist aber auch hier fleißig am Start, du. Hä, Nadine donated 5 €. Vielen Dank, Nadi. 10 € werden gespendet. Vielen, vielen Dank dir. Und 22 € 4. Mr. Crazy Ruhrpott. Geil. Vielen, vielen Dank. Komm, gebt nochmal Vollgas. Wir haben nur noch ganz wenige Minuten. 5 Minuten noch. 5 Minuten. Und 1 € von Lauri. Vielen Dank. 2 € gehen an das Kinderkunsthaus München. Ihr seid der Wahnsinn. Komm, und 2 € von Lil Sis Lover. Lover. Geil. 4 €.
TikTok verdoppelt eure Spende. Einfach hier drauf gehen auf den Button und spenden. Yes, 3 Euro. Kerstin, vielen, vielen Dank dir. Ihr seid der Wahnsinn. Und 5 Euro. Okay, ich muss einfach hier mehr Gas geben. 5 Euro von Jenny. 10 Euro. Vielen, vielen Dank. TikTok verdoppelt deine Spende. Wahnsinn. My Team rockt hier die Bude. Ihr seid toll. Vielen, vielen, vielen Dank. So. Wenn wir jetzt hier Create Your World. Auch toll. We are in this together. Yes, 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 yes. Wir suchen immer noch eine TikTok-Challenge. Hashtag wir bleiben stark. Hashtag wir sind wunderschön. Wenn ihr eine Idee habt, dann... Wir haben so viele Vorschläge. Eigentlich müsste ich das Video gleich danach machen, aber ich glaube, ich muss erstmal hier brainstormen und gucken, was wir hier alles... und schon wieder 2 Euro von Lara. Vielen Dank. Be yourself. Hashtag forever together. Hashtag mach dein Ding. Yes. Be yourself. Hashtag zeig, was du kannst. Toll. Do something. Vielen Dank. Und 10,02 Euro von Set. Set. Set? Set. Danke dir. TikTok verdoppelt deine Spende. Und die letzten Sekunden, nee, Minuten. 3 Minuten. Die letzten 3 Minuten laufen. Wir können noch Spenden sammeln, wenn ihr hier drauf geht. TikTok verdoppelt eure Spende. Und herzlichen Dank an alle, die gespendet haben. Ihr seid crazy. Ihr seid crazy. Hashtag Kindern eine Zukunft ermöglichen. Ja, und genau deswegen sind wir hier und deswegen müssen wir hier spenden. 2 Euro, der Dion. Ja, auf jeden Fall, vielen, vielen Dank dir. Sorry, ich kann eure Usernamen hier nicht so immer ganz lesen. Show your talent, wir halten zusammen. Yes. Wow, 6,66 Euro. Und schon wieder... Hier spendet, das ist ja der Wahnsinn, du. Und Kniefrisur. 5 Euro. Vielen Dank dir. 10 Euro gehen an das Kinderhaus mit Kinderkunsthaus München. Ich bin so wuschig hier. Meine Güte, ihr seid wirklich. Ach, süß. Hashtag Animal Talent Challenge. Ihr geil. Könnte ich auch ein Kunststück machen. Kann ich viele, aber ein paar. Jeder ist perfekt, so wie er ist. Das stimmt. Hashtag gemeinsam sind wir kreativ. Ihr seid Dream Your Dream. Live your dream und hör nicht auf zu träumen. Together is better. Gemeinsam sind wir kreativ. Dream your dream. Ah, was haben wir noch? Live your life. Ja, create yourself. Gib niemals auf. Yes. Die Ansätze sind so geil. Komm, wir haben noch 2 Minuten, Leute. Hier, 10 Euro. Vielen Dank. DJ Dom, official. Danke. Loon, egal. 2 Euro. Danke. 4 Euro gehen. Anders Kinderkunst aus München, weil TikTok verdoppelt eure Spende. Komm, wir können nochmal Gas geben. Die letzten 2 Minuten. Oh, 1 Minute. Leute, 1 Minute noch. Wir können nochmal Gas geben. Und ich bedanke mich von ganzem Herzen jetzt schon mal bei euch allen. Ihr seid crazy. 2 Euro. Vielen, vielen Dank. Ihr seid wirklich crazy. Ich habe mich so gefreut, das zu machen. Vielen Dank an TikTok, dass ich das machen durfte. Vielen Dank für die tolle Aktion. Vielen Dank an euch, dass ihr mit dabei am Start seid. Ich kann mich immer auf euch verlassen. Das ist so geil. My Team is strong. Vielen, vielen, vielen Dank. Ihr seid wirklich unfassbar. Ich freue mich so, wenn wir uns irgendwann bald wiedersehen. 20 Euro, Mister. Dankeschön. Und nochmal 20 Euro von Oliver. Wow, ich drehe komplett durch. Vielen, vielen Dank. Ihr seid echt toll. Und Lauri, 2 Euro. Vielen, vielen Dank. Die letzten... Okay, 19.15 Uhr. Der Livestream geht zu Ende. Ich bedanke mich von ganzem Herzen. Ich könnte eigentlich noch weitermachen. Ich bin sehr gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden, was zusammengekommen ist. Ich bedanke mich von ganzem Herzen. Jetzt kann ich nicht mehr sprechen, aber ich bin super glücklich. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr am Start seid. Vielen Dank an alle, die mir seit heute folgen. Vielen Dank, die mir schon länger folgen, die mich unterstützen. Vielen, vielen, vielen Dank euch. Und jetzt muss ich mal eure Hashtags brainstormen und sammeln. Und ich hoffe, TikTok hilft mir ein bisschen und sagt, was sie geil fanden. Ich fand nämlich so vieles schön. Ich kann mich da immer nicht entscheiden. Ich würde immer gleich alles nehmen. Also, vielen Dank. Die letzte Spende, 20 Euro. Louis, vielen, vielen Dank dir. Habt einen schönen Abend noch. Stay tuned, was alles noch kommen wird. Es kommt Schönes auf uns zu. Und vielen, vielen Dank an alle, die gespendet haben und die hier mit dabei waren. Ganz viel Liebe an euch durch den Screen. Und ja, danke einfach nur. Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich. Ich will eigentlich gar nicht gehen, weil es so Spaß gemacht hat mit euch. Aber ich glaube, ich muss gehen. Also, macht's gut, habt's fein und vielen Dank für die vielen Vorschläge auch. Ich mache mir jetzt Gedanken und bin gespannt, was dabei rauskommt. Und vielen Dank für eure Spenden. Ihr seid wirklich
mega.